So, wir kommen zurück zu Pokémon White. Unsere Pokémon sind geheilt und wir können gleich weiter den Turm hinaufklettern. Und da sie geheilt sind, können wir auch gegen diesen Astrainer hier antreten, der sich hinter diesem Grabstein versteckt, diese feige Sau. Gut, was hat er uns zu bieten? Er hat uns ein einziges Pokémon zu bieten, nämlich ein Murando. Ach, dieser Yorkshire Terrier, gut. Und ich muss sagen, ich finde diese Entwicklung, also das ist die letzte Stufe dieses Yorkshire Terriers, hässlich. Die erste Stufe, ah, die war so süß, so ein kleiner, pelziger Hund halt, und die zweite war so, naja, Geschmackssache, und die ist hässlich und deswegen treffen wir auch fünfmal mit Armstoß und können es gleich besiegen. Seht ihr, hässliche Pokémon können schneller besiegt werden. Nee, es gibt keine hässlichen Pokémon, ist alles Geschmackssache. Aber ja, ich sage es wie so oft, mein Geschmack trifft dieses Pokémon nicht. Also beziehungsweise, oh, eine Dunkelklaue. Sehr gut. Also die Themen Dunkelklaue bekommen. Und wir kämpfen gegen diese Ast-Trainerin hier. Und ja, Dunkelklaue, Dunkelklaue. Ja, egal. Wieso habe ich jetzt... Oh, ich habe gerade vorgespult. Hoffentlich habt ihr das nicht bemerkt. Wahrscheinlich habt ihr es doch bemerkt, aber... Naja, nicht so schlimm, finde ich. Wir kämpfen gegen dieses Fledermäuschen-Pokémon, welches Amnesie einsetzt. Und hoffen darauf, dass es ein One-Hit-KO wird. Und es sieht wirklich hässlich aus. Also finde ich, benutze jetzt das Wort hässlich oft in diesem Part, aber ich finde es wirklich nicht schön, das Pokémon. Und als nächstes kommt dieses Emo-Pokémon, beziehungsweise deren Entwicklung. Oh, sieht ganz nett aus, aber ich finde im Allgemeinen dieses Pokémon auch nicht wirklich toll. So, und sie steigert unseren Spezialangriff und verwirrt uns gleichzeitig. Ihr seht, das ist der gleiche Effekt wie bei Swagger, also wie heißt es schon wieder? Protzer, genau wie bei Protzer, einfach dass die der Spezialangriff erhöht wird und nicht der physische Angriff. Aber ist etwa das gleiche. Halt einfach anstatt anstatt Angriff, Spezialangriff. Ja, ich wiederhole mich 100.000 Mal. Der Schutz ist weg, aber ja, uns begegnet doch noch ein Pokémon. Nämlich eine Kerze. Sie will mit uns ein Candlelight-Dinner haben. Aber wir werden es nicht zulassen, da wir abhauen. Wir sind ganz feige, ja. Und, wir haben die Spitze schon erreicht. Ich wollte schon sagen, der Turm ist ziemlich hoch. Was, hier oben hat es auch noch Pokémon? Wieso sagt mir das keiner? Ihr seid so gemein. Ihr sagt mir das nicht mal. Na gut. Egal, Schutz setze ich jetzt nicht mehr ein. Bringt es auch nicht mal, schließlich sind wir schon hier. Oh, Fokka, du bist tatsächlich gekommen, danke. Das Pokémon, was ich gesehen habe, war tatsächlich ein verwundetes Pokémon. Aber es ist wieder alles okay. Ich habe ihm ein Top-Erleben gegeben, es wurde wieder geheilt und ist weggeflogen. Ah, was für eine wunderschöne Aussicht. Findest du nicht auch? Ein Pilot muss Adlersaugen haben und muss Dinge von weitem her schon gut erkennen können. Naja. Wenn du schon hier oben bist, kannst du doch mal die Glocke läuten lassen. Die Tower of Heavens Glocke, also die Himmelsturmglocke, beruhigt die Seelen bzw. die Geister der Pokémon. Und der Ton, welchen die Glocke absondert, hängt vom jeweiligen Läuter ab. Also der die Glocke läutet, bestimmt auch den Ton der Glocke. So läuten wir mal die Glocke. Wir lassen die Glocken läuten. Wunderschön. Der Sound der Glocke verteilt sich überall herum. Was für ein schöner Klang. Fokka, du bist eine nette und außerordentlich mächtige Person. Das sagt mir der Klang. Naja, erlaube es mir, mich vorzustellen. Ich bin Furo Arena Leiterin der Fukiose Arena. Ich benutze Flugtyp-Pokémon, also Pokémon vom Typ Flug. Und wenn du bereit bist, gegen mich zu kämpfen, erwarte ich dich in meiner Arena. Ich werde bereit sein, dir ein warmes Willkommen
zu bereiten. Und wir sehen uns doch gleich mit geheilten Pokémon vor der Arena. Also, bis bald. Ihr seht, Guido ist nicht mehr vor der Arena, also können wir rein spazieren. So, und Guido wird uns natürlich wieder ein Tafelwasser geben. Danke Guido, sehr nett von dir. Ja, Elektro- und Eis-Attacken sind sehr effektiv gegen Flug-Pokémon. Wusste ich schon. Danke. Und er hat uns die Kanonen hier erklärt, nämlich, dass man in sie einsteigen kann. Und sie schießen einen dann dorthin, halt in die gegengesetzte Richtung. Die entgegengesetzte Richtung, so heißt es rum. Und das Rätsel ist natürlich wieder hier ein kleines Rätsel in der Arena. Schwer oder nicht? Ich finde es nicht sonderlich schwer, aber ja, ist ganz witzig. Wir setzen mal unser Spinny-Winny an erster Stelle. Schließlich haben die hier ja ihre Flug-Pokémon in dieser Arena. Und deswegen haben wir ja auch ein Elektro-Pokémon dabei, damit wir diesen Einhalt gewähren können. Beziehungsweise ihn... Ja, egal, damit wir sie besiegen können. So rum. Und Spinny-Winny ist hoffentlich jetzt schneller als dieses Flug-Pokémon, obwohl ich das nicht unbedingt denke. Nein, ist es nicht, aber es setzt Taunt ein. Verhöhner heißt es, Taunt ist Verhöhner. Und wir wollten ja sowieso angreifen, also von dem her hat ihm die Attacke nicht wirklich viel gebracht. So, und ja, ist ja ganz akzeptablen Schaden gemacht. Dafür, dass wir nicht schneller sind als das gegnerische Pokémon. Und wir werden gleich nochmal akzeptablen Schaden machen, nämlich so akzeptabel, dass es besiegt ist. Ausgezeichnet. Und noch nicht ein Level Up, aber ich hoffe, dass nach diesem nächsten Gegner es ein Level Up erhalten wird. Und sich dann, oh, ich spoilere, entwickeln wird. So. Und dies greifen wir mit Heat Stamp an. Es sollte ein One-Hit-KO sein. Schließlich ist es ein Stab und zudem sind wir viel schwerer als der Gegner. Ja, ausgezeichnet. Level Up. Und somit entwickelt sich unser Spidey Whitey. Yeah, es sieht so knuffig aus. Chengwang, Chengwang, Smiley entwickelt sich. Dun, 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 bum, 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 bum. Jetzt sieht es nicht mehr ganz so niedlich aus, aber als Ninjura ist es eindeutig schneller und etwas stärker. So, und deswegen ist die Attacke Elektroball wirklich wie für uns gemacht. Es ist wirklich sehr schnell. Es gibt natürlich schnellere Pokémon, aber es passt schon so, wie es ist. So, und jetzt sollten wir auch hoffentlich schneller sein als viele Pokémon hier drin. Schließlich haben wir auch einen Level-Vorteil und eigentlich könnte ich ihm jetzt den EP-Teiler wegnehmen. Werde ich auch nach diesem Kampf machen und ihm anstelle dessen einen Magnet geben, der seine Elektroattacken verstärken wird. Koromori kommt als nächstes rein. Ja, ist auch vom Typ Flug und ihr wisst ja, ich mag es nicht besonders. Deswegen macht es mir besonders eine große Freude, es jetzt zu besiegen. Ha! Ich glaube, wir sollten so ziemlich alle Flugpokémon hier in dieser Arena One-Hit-KO'en können mit Elektroball. Wahrscheinlich nicht alle, aber doch die meisten. So, Item, Give und wir geben ihm hier den Elektromagnet, also den Magnet. Da wir wollen, dass seine Elektroattacken noch viel Stärkewellen. Ja, ich bin Japaner. Und Attackenwellen Stärkel. So, und wir kämpfen gegen diesen hier Fluglotsen oder was auch immer er darstellen soll. Auf jeden Fall werden wir ihn. Ah, ein Pilot sogar. Hallo Pilot. Ja, salutiere von mir. Pilot. Pilot. Kalte Schnauze. Wie ich darauf komme. Keine Ahnung, aber denkt doch selber was aus. So, und jetzt sind etwa alle Pokémon auf dem gleichen Level und das finde ich ganz gut. Haben wir das neue Teammitglied ziemlich schnell auf Vordermann gebracht. Finde ich auch gut. Und es wird uns in dieser Arena, wie ihr seht, wirklich sehr behilflich sein. Schließlich hat es als einziges von unseren Pokémon eine Elektroattacke.
Ja, ist irgendwie logisch, schließlich ist es auch ein Elektro-Pokémon. Gut. Und es hat natürlich auch Käferattacken, was auch toll ist gegen Psycho-Pokémon und Pflanzen-Pokémon. Aber gegen Psycho- und Pflanzen-Pokémon haben wir schon zwei Vertreter. Oh, okay. Nochmal so hier rüber. Gut, und. Ach, so, ich war schon verwirrt. Ich dachte eigentlich, man muss von oben lang gehen, aber, nee, nee, ist schon so richtig, wie ich es jetzt mache. So, hier rüber. Wir werden hier überall durch die Lüfte geschleudert und das macht uns irgendwie nichts aus. Wir landen zwar auf dem Boden, auf dem arschkalten Boden mit unserem Arsch, aber unserem Arsch geht es noch ziemlich arschmäßig gut. Und die letzte Entwicklung dieses Täubchen-Pokémon finde ich auch nicht wirklich schön, aber gibt hässlichere. So, und es wird trotzdem hoffentlich nach einem Elektraball besiegt sein. Nein, es schützt sich selber. Gut, damit haben wir einen Elektraball weniger in unserem Moveset. Also wir können einmal weniger Elektraball einsetzen. Und es wird natürlich ein Manicure, wie ich es mir gedacht habe. Sehr gut, ich habe ja gesagt, wir werden wahrscheinlich alle Flugpuppen hier One-Hit-Killen können. Vielleicht die des Arena, der Arena-Leiterin nicht, aber ja, wenn wir zwei Schläge für ein Puppen brauchen, ist es auch nicht weiter schlimm. So, und ich würde auch gerne die Schergen der Arena noch in diesem Part erledigen und damit wir uns dann im nächsten Part voll und ganz auf die Arena-Leiterin konzentrieren können. Und wie dieses Kokoroko-Moko-Toko-Toko. Ich werde versuchen, jetzt mal ein bisschen unseren Elektroball zu sparen und greife mal mit Signal Beam an. Es ist sogar schneller als wir. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber ist halt so. Und Signal Beam sollte auch sehr effektiv sein. Ja, ist es auch. Nein, ist es nicht. Was rede ich da? Ist natürlich nicht sehr effektiv. Da ist zum einen vom Typ Psycho ist, aber zum anderen vom Typ Flug und Käferattacken sind auf Flug-Pokémon nicht sehr effektiv, auf Psycho dagegen sehr und deswegen wird das neutralisiert und ich hoffe, diesmal greift er an. Nein, er greift nicht an. Okay, versuchen wir es weiterhin. Nein, du wirst nicht besiegt. Natürlich nicht. Gut. Und ja, ausgezeichnet. Wir treffen und nein, ist noch nicht fertig. Vorbei. Verdammt. Gut, haben wir ganz toll gemacht. Aber den restlichen Weg sollten wir auch uns ohne unser Spidey-Widey hinkriegen. Schließlich sollten nicht mehr allzu viele Trainer hier auf uns lauern. Und wir flinchen natürlich. Nein, ich hasse es. Wieso habe ich auch nicht ein männliches Pokémon reingeschickt, ich Idiot? Ach, hör doch auf, das nervt, ernsthaft, das nervt. Und jetzt setzt nochmal Amnesie ein, ganz toll. Komm schon jetzt, Aga. Ja, ausgezeichnet. Bubble Beam trifft und ist natürlich jetzt endlich ein K.O. So, wir haben, wenn wir es noch in diesem Part schaffen wollen, beziehungsweise den Part unter 15 Minuten halten wollen, sollte ich mich jetzt ein bisschen sputen. Schließlich sind wir bald bei der Arena-Leiterin angekommen und wir fliegen durch diese Ringe. Yeah, wuhu! Und wir fliegen auch hier entlang. Yeah, wuhu! Bam! Oha! So geil. Er fliegt einfach in die Wand rein und uns hat das nichts ausgemacht. So, wir haben es bis zur Arena-Leiterin geschafft und im nächsten Part kämpfen wir gegen sie mit geheilten Pokémon. Also bis dann, Leute. Man sieht sich. Tüdelü!